Heidi ho, meine Liebe, und herzlich willkommen zur finalen Aufnahme von The Walking Dead Michonne Mini-Episoden-Serie. Was wir verdienen, ist heute die Frage und soll heute herausgefunden werden. Ups, nee, das haben wir schon erlebt. So. Ganz kurz für die auf YouTube, falls ihr euch wundert, ich habe eine Asynchronität mal wieder beim Bild und Video gehabt. Bei Bild und Video, genau, bei Bild und Ton der Aufnahme von den ersten beiden Sessions. Ich habe versucht, die Asynchronität so gut es geht zu beheben. Ich weiß nicht, warum es schon wieder asynchron geworden ist. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, dass der neue Rechner Besserung bringen wird. Aber bis dahin müssen wir leider noch durch solche Probleme hindurch. Wie gesagt, ich entschuldige mich und bitte um euer Verständnis, wenn das nicht immer ganz geklappt hat mit der Synchronität. So, jetzt starten wir das Spiel und dann kann ich auf den Chat wieder eingehen. Randall should be the one laying there, not your brother. I'm not leaving you behind. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michonne, what is it? Yes, that means the dance is over. So, klammheimlich mir schnell was zu trinken eingeschüttet. Your funeral. Für den kleinen Durst zwischendurch. Gott, wie ich den Typen umbringen möchte, wie gern ich ihn umbringen möchte. Dieser Hund. Oh oh. Zwei Wochen früher. You're not thinking about jumping. As if you do, I'm gonna have to come in after you. Not looking forward to that. Water's gonna be an ice bath. Really, you'd come after me? You're one of us now. And I can't be the only brains around here. Oh, freezing my ass off. Yeah. Coffee will warm you up. Go on. You'll be glad you did. Wir müssen Verbindungen aufbauen. Freundschaften. God damn, Oak. You can't call it coffee when more than half's whiskey. You sound like my ex-wife. She was more of a rum girl. No, Birdo, no. It was a mutiny. For
stop it now, okay? I'm warning you. Damn, man. I despised a lot of them when I first got on board, but they grow on you. Like mole, they are. Keiner kann allein sein in so einer Welt. Nah, sorry, that's shit, isn't it? They're growing on me too. Kinda nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. But then a young girl got taken. We followed her trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. All 10 of us went in. Only I came out. Du hast das Richtige getan, glaub mir. You did the right thing. And it got my brother killed. The right thing can kiss my ass. A few weeks later, I came across Pete, ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions, didn't turn me away, just welcomed me in. Pete's a good goddamn egg in a rotten world. Oh yeah. I don't always get Pete, but I'm glad people like him still exist. I'll drink to that. Well, I think Berto's little routine is winding down, so we can finally play cards. Care to join us? It'd be nice to have you there. Besides, none of us can remember the rules. So, it'd be the most, unique game of Go Fish you've ever played. Yeah. Do me in. Sounds like a challenge. You might regret it when I win that machete of yours. I need to see him. I need to see that bastard's face. Nicht dem Zorn nachgeben. Well, hey there, Michonne. Sam, I knew you couldn't stay away. Don't fucking talk to me. Sam, stop! Easy, all right? Jesus! Little help here! Please, I need a hand! Ja, ist ja gut. Sam, beruhig dich. Let go of me. Thank you. Why did you stop me? What are you? Why are you protecting him? You should be better than that, Sam. Don't be like him. Or like you? Just stating the obvious here. What's funny here is you think me and my sister are the bad ones. But you're the one. Burned down our home, forced our people on the shore to be easy pickings for the walkers. Families, kids, never did shit to you. Didn't stop to think about all the lives you were screwing up, all the shit they had to leave behind. Ignore him, Michonne. Probably burned beyond recognition now. I saw what you did to the people on the mob, Jack. You murdered all those children, so don't lecture me. Get your facts straight, Michonne. Those folks came after us first. That's not what it looked like. You're done talking. You're the one who should be dead. Sam, calm down. My dad isn't even in the fucking ground yet, and you want me to calm down? I didn't mean he ruined everything. He killed... I know. Pick you don't know. Michonne. Wait. You hear that? Answer me.
Oh, da ist die wahnsinnige Norma. Na, Mädel? Zum Tanzen bereit? Michonne, you don't want to keep me waiting. Calm the fuck down. You should change your fucking tone. You might be sitting pretty, thinking you have the upper hand. But your luck has changed. Michonne and Sadiq. They got the rest of the crew too. Oak and Berto. Look, whatever this bitch asks, don't... Sadiq! Don't worry. They're all in good hands here. But them staying that way is up to you. So listen closely. Wie haben sie sie gefunden? I'm willing to trade my brother for your friends. But anything you do to Randall, I will do to them. Do you understand? I'll see how badly you hurt him. Look, you don't owe me anything, but please, we have to get them back. That goes both ways. Anything you do to my friends, I'll do to Randall. You better not touch him! We'll be there by sunrise. Be ready for us. Shit. Huch. Oh nein. Oh nein. Ich habe schon wieder die Verbindung verloren. Ich hatte vor Streambeginn nämlich immer wieder Verbindungsprobleme. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich muss mal kurz warten, ob sich die Verbindung wieder aufbaut. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse meinen Internetanbieter. Ich hasse meinen Internetanbieter. Mal kurz gucken, ob es sich fängt. Nee, ich habe hier die ganze Zeit nur 100 Kilobyte. Okay, Moment. Für alle auf YouTube, ich mache an der Stelle einen ganz kurzen Cut. Ich muss hier das Problem erstmal in den Griff kriegen, oder? Oder geht das jetzt wieder? Geht das jetzt wieder? Offenbar hat es sich wieder gefangen. Okay. Ich werde dann weiterspielen. Es tut mir leid, dass es jetzt dann diese kurze blöde Pause gab. Wenn es nochmal abbricht, werde ich den Twitch-Stream leider auslassen und werde es offline aufnehmen. Und dann ist es halt leider nur auf YouTube zu schauen, aber das ist zum Kotzen mit meinem Internet und ich muss bei Unity Media mal wieder anrufen, was das soll. Es ist doch echt ein Witz. Mir kann keiner erzählen, von wegen hier die Leitungen im Haus... Das ist die Ausrede, die sie beim letzten Mal gebracht haben. Hey, ihr Leitungen im Haus sind uralt, deswegen können wir die Leistungen nicht mehr erbringen. Bei Telekom... So scheiße Telekom war, ich hatte nie Abbrüche mit denen. Da hat alles butterweich funktioniert. Alles butterweich funktioniert. Oder beziehungsweise ganz selten Abbrüche, nicht ständig, so wie jetzt hier. Ja, bringt nichts, sich aufzuregen. Ich hoffe, ich bin wieder online für die Twitch-Leute. Ansonsten, wir spielen jetzt weiter und ich hoffe, es sieht auch jeder wieder, worum es geht. So. What do you think's gonna happen next? Oh, Norma und Randall. Ich mache euch beide so kalt, das schwöre ich euch.
Seht es als Versprechen an. Das wird mein Versprechen an euch beide. Wenn diese Episode zu Ende ist, seid ihr tot. Beide. Alter, was für miese Drecksäcke. Und dann stellen die sich noch so, ja, ihr stellt uns als die Bösen dar, ja, aber ne, ihr habt hier unsere Leute bedroht und heimatlos gemacht. Ja, weil ihr uns bedroht habt und umbringen wolltet. Das war Selbstverteidigung. Deal with it, Kollege. Alter. Wenn ihr nicht meine Leute hättet, ich hätte dir jetzt meine Machete um die Ohren geschlagen. Links und rechts einmal bitte. Was ein mieser Hund, der Junge. Der ist schon eine Sau, ne? Aber gut. Also gut gemacht. Als Schurke funktioniert er. Er macht mich wütend. Genau das soll er. Er soll Emotionen in mir triggern und das schafft er. Ich werde bei diesem Mistkerl wütend einfach nur. What we deserve. Was wir verdienen. Ja. Die finale Episode. Ich bin gespannt. Und auch vor allem gespannt, wie lange sie dauern wird. Episode 2 war ja überraschend kurz. Halb so lang wie Episode 1 gefühlt. What? There's something on my face. The bruises aren't so bad, right? I'm pretty sure she'll notice the fingers. Shut up! Maybe it won't matter. This has to work. Keep on hoping if you want. Norma's not gonna be happy when she sees them like this. Then we don't let her see him. How long do you think we can keep that up? I don't know. I've never done this before. The minute you hand him over, she's gonna take that bag off his head. What then? You all have no idea what you're in for. Ugh. He's right. Norma's not gonna leave us alone. She won't stop just because we gave her brother back. Sure, you kept him alive, but we still burned all their shit. So we run. After you trade for your friends, we haul ass to the back gate and get the hell out of here. But she'd take the house. Let her have it. Wouldn't she expect us to run? So what? She knows where we are now. Hiding isn't an option. So let's just go. Stop. It's not gonna be that easy, Paige. If we run, they'll chase us. But maybe we get away. If we stay here, there's no chance we get out of this alive. I can't fucking listen to this. What? Sam, come back here. I'll watch him.